Ein gefährlicher Trend sorgt derzeit in Wien für Entsetzen. Junge Männer springen vom Dach einer fahrenden U-Bahn in die Donau. Sie riskieren dabei ihr Leben. Und das alles für ein paar Internetklicks. Denn die Burschen filmen die waghalsige Aktion und stellen sie ins Netz. Drei junge Männer stehen auf dem Dach der U2. Mit bis zu 80 km pro Stunde rast die U-Bahn hier über die Gleise der Donaustadtbrücke. In der Mitte der Brücke springen die drei plötzlich aus mehr als 20 Meter Höhe von der fahrenden U-Bahn ins Wasser. Strenge Sicherheitsvorkehrungen der Wiener Linien konnten sie offenbar vor der lebensgefährlichen Aktion nicht abhalten. Wir sind natürlich rund um die Uhr in den Stationen unterwegs. Wir haben allein in der U-Bahn 2700 Kameras im Einsatz. Es sind mehr als 100 Sicherheitsdienstmitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterwegs, die die Situation natürlich auch kennen. Und wir haben mehr als 200 Servicemitarbeiterinnen, die auch für die Fahrgäste Ansprechpartner sind. Wenn man eben etwas sieht, kann man eine Beobachtung jederzeit melden. Auch können U-Bahn-Fahrer eine von drei Notstoppsäulen in den Stationen betätigen, wenn sie sehen, dass jemand auf einen U-Bahn-Waggon klettert. Der Zug fährt dann nicht aus der Station. Da die U-Bahn-Surfer mit ihren waghalsigen Aktionen nur sich selbst und nicht das Leben anderer in Gefahr bringen, fallen ihre Taten nicht in den Zuständigkeitsbereich der Polizei. Wie unverschämt die jungen Männer deshalb vorgehen, zeigt auch dieses Video. Vermummt klammert sich ein junger Mann hier an eine fahrende S-Bahn, springt bei der nächsten Station ab und steigt völlig ungeniert hinter einem Polizisten in den Waggon. Die Wiener Linien haben mittlerweile die Internetvideos gesichert und versuchen, die Männer auszuforschen. Ihnen droht eine Geldstrafe.